Jörn Dwix und der Deutsche Buchpreis der Ullstein Buchverlage. Wir stehen in einem Saal mit dem Charme einer Großraumdisco und warten auf den Beginn der Gala zur Verleihung des Deutschen Buchpreises der Ullstein Buchverlage. Das Känguru hat einem Kellner das komplette Tablett mit Häppchen abgenommen und schnabuliert fröhlich vor sich hin. Ich blicke durch die Gegend und fühle mich unwohl. Hallihallo, ich bin Julia Müller, dringt plötzlich eine voluminöse Frauenstimme an mein Ohr. Und Sie sind bestimmt Kai-Uwe Kling. Er heißt Mark-Uwe, sagt das Känguru, ohne seinen Blick vom Tablett zu nehmen, wo es sich gerade ein neues Häppchen aussucht. Er hasst es, wenn man ihn Kai-Uwe nennt. Kai-Uwe hat immer mein Musiklehrer gesagt, sage ich grummelnd. Ich habe ihm das nur verziehen, weil er Gerd Dieter hieß. Ah, mu, 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 lacht Julia Müller prustend. Das Känguru blinzelt. Lavash Kiri, sagt es erstaunt. Ah, mu, mu, wie bitte? Fragt Frau Müller. Die Kuh, die lacht, sagt das Känguru und blickt ihr ins Gesicht. Meinen Sie etwa mich? Fragt die Moderatorin. Ihr Gesichtsausdruck meandert zwischen irritiert und empört. Das Känguru hält die Spannung, bis sie fast unerträglich ist. Dann sagt es mit Unschuldsmiene: Der Käse auf den Schnittchen. Auch eins. Aha, Mumu! Lacht die gute Julia wieder, nimmt ein Gürkchen von einem Schnittchen und verschwindet. Lavash Kiri, sage ich nickend. Chapeau, mein liebes Känguru. Sehr schön. Wir haben einen Wettbewerb laufen, wer am besten Leute beleidigen kann, ohne dass sie es merken. Danke, danke, sagt das Känguru und isst das letzte Häppchen vom Tablett. Ich würde sagen, mindestens 5 Punkte, verkünde ich. Das Känguru zieht unsere Spielstandstabelle aus seinem Beutel. Es liegt komfortabel in Führung. Halt mal kurz, sagt es und reicht mir das leere Tablett. Ich greife zu. Verdammt, rufe ich sofort danach. Ah, ich bin auf einen Halt mal kurz reingefallen. Der älteste Trick der Welt, Alter, sagt das Känguru kopfschüttelnd. Ah, wie ärgerlich. Übrigens, wenn du es vermeiden kannst, sagt das Känguru, dann schüttel diesem Typen da hinten nicht die Hand. Wer ist das? Das ist ein Bankdirektor, der... Okay. Was okay? Na, das reicht mir schon, sag ich. Das kann ich als Grund akzeptieren. Sein Zwillingsbruder ist Asylrichter und will eine neue nationalkonservative Partei gründen. Hui, das klingt ja nach einer sympathischen Familie. Wer war der Vater, Axel Springer? Du hast bestimmt schon von den Brüdern gehört, sagt das Känguru. Der Asylrichter ist durch seine Ablehnungsquote von 100% bekannt geworden. Die Boulevardpresse hat ihn als Richter schadenfroh gefeiert, weil er immer so hämisch lacht, bevor er die Leute zurück aufs Floß schubst. Ah, na klar, Jörg Dwix, sage ich. Und das da hinten ist sein Zwillingsbruder Jörn, sagt das Känguru. Der finanziert ihm den Wahlkampf. Ja, ja, das ist doch auch der Typ, der letztens seine 95 Thesen über Migration an die Pforte der Moschee in Neukölln genagelt hat. Sein Buch ist bestimmt nominiert in der Kategorie An deutschen Thesen soll die Welt genesen, sagt das Känguru. Eher am deutschen Tresen, sag ich. Wie heißt das Buch nochmal? Ich glaube, Mein Krampf. Weißt du, da gibt es mal wieder eine große internationale Systemkrise, sagt das Känguru. Und dann kommt einer an, noch dazu ein Banker, und sagt, Schuld haben nicht etwa die Politiker, die Banker, die Lobbyisten oder der Kapitalismus. Nein, Schuld haben, Achtung, die Ausländer. Na klar, juche, voll die neue Idee. Und der ganze Pöbel ruft, ja, das habe ich mir schon immer gedacht. Die sehen ja schon so komisch aus und die reden so seltsam und die mögen keine Leberwurst. Jörn Dwix macht sich von meinem Agenten flankiert auf den Weg in unsere Richtung. Wenn man vom Teufel spricht, sage ich. Mark-Uwe, darf ich vorstellen, sagt mein Agent, das ist Jörn Dwix. Ich bin ein großer Freund und Förderer der deutschen Kunst und Kultur, sagt Dwix und streckt mir seine Hand entgegen. Ich zucke mit den Schultern und deute mit der Nase auf das Tablett, das ich krampfhaft mit beiden Händen festhalte. Er zieht seine Hand zurück. Dem Känguru hat er sie nicht angeboten. Das Känguru streckt ihm daraufhin seine Pfote hin und als Dwix sie widerwillig ergreifen möchte, zieht das Känguru seine Pfote zurück und streicht sich das Fell auf seinem Kopf zurecht. Dann zwinkert es und lächelt. Auch Dwix zwingt sich zu einem Lächeln. Ich drücke meinem Agenten das Tablett in die Hand. Halt mal kurz, sage ich. Herr Dwix wurde gestern auf dem Gründungsparteitag der SV zum 2. Vorsitzenden gewählt, sagt mein Agent. SV steht für Sicherheit und Verantwortung, erläutert Dwix ungefragt. Ich hätte jetzt gedacht, SV steht für Schlussverkauf, sage ich. Wie meinen? Fragt Dwix. Das wäre doch sehr passend, sage ich, wo das Motto der Partei schon alles muss raus lautet. Ha, lacht mein Agent gezwungen, alter Scherzkeks. Dann wendet er sich an Dwix und reicht ihm das Tablett. Könnten Sie das bitte kurz mal halten?
Während Twix von einem Neuankömmling begrüßt wird, zieht mein Agent mich und das Känguru zur Seite. Man sollte sich solche Leute nicht zum Feind machen, sagt er. Man weiß nie, wie es kommt. Laut einer Umfrage der Bild-Zeitung käme die SV bei einer sofortigen Wahl aus dem Stand auf 18%. Was haben die nur immer mit 18%? Fragt das Känguru. Immer wenn sie irgendeine schockierende Umfrage über eine extremistische Partei präsentieren, nehmen sie 18%. Ich muss pissen. Und es verschwindet in die Menschenmenge. Als das Känguru eine halbe Stunde später wieder auftaucht, ist die Gala in vollem Gange. Es hat ein neues Tablett Häppchen dabei, grinst und setzt sich zu uns an den Tisch. Plötzlich steht Twix vor uns. Ein leeres Tablett klemmt unter seinem Arm. Er zischt das Känguru an. Wahrscheinlich glauben sie, wir werden nie an die Macht kommen, aber... Naja, unterbricht ihn das Känguru. Marx hat ja mal gesagt, in der Weltgeschichte passiert alles zweimal. Das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Es zieht die Spielstandstabelle aus dem Beutel und gibt sich noch 2 Punkte. Selbst wenn wir nicht an die Macht kommen, sagt Twix, wir werden durch unsere Thesen die öffentliche Debatte so weit nach rechts verschieben, dass... Das Känguru streckt Twix seine Pfote entgegen und sagt, talk to the paw. Twix stürmt wütend aus dem Saal und wirft am Ausgang das Tablett in eine Ecke. Huiuiuiui, sagt mein Agent kopfschüttelnd. Wer hat dem bloß ans Bein gepinkelt? Das Känguru reibt sich seine Nase. Das war dann wohl ich, sagt das. Ach, fragt mein Agent. Was haben Sie denn gemacht? Na, ich habe ihm ans Bein gepinkelt. Wortwörtlich, frage ich. Ich habe doch gesagt, ich gehe pissen, sagt das Känguru. Du weißt doch, ich nehme da an diesem Kunstprojekt teil mit den angewandten Redewendungen. Und die Gelegenheit war günstig. Ich stand zufällig hinter ihm. So, sage ich, zufällig. Da kann man jetzt natürlich darüber streiten, ob das eine wirklich dauerhafte Lösung des Problems war, sagt das Känguru. Aber für diesen einen kleinen Moment war es großartig. Mein Agent stupst mich an und wir wenden uns der Bühne zu. Und der Deutsche Buchpreis der Ullstein Buchverlage in der Kategorie Buch mit sprechendem Tier geht dieses Jahr an. Julia Müller macht eine spannungsreiche Pause und öffnet das Kuvert. Dann ruft sie, Mark Dieter Kling! Fassungslos starre ich auf die Bühne. Das Känguru klopft mir aufmunternd auf die Schulter. Was soll ich denn jetzt machen, frage ich. Sag, was ich sagen würde, sagt das Känguru. Ich nicke. Ich stehe auf. Ich betrete die Bühne. Ich nehme den Preis vom Rednerpult und drücke ihn Julia Müller in die Hand. Halt mal kurz. Ich stelle mich vors Mikrofon und suche den Blick des Kängurus. Es nickt mir zu. Ich lehne diesen Preis ab, rufe ich, weil es kein Geld dafür gibt.